Und herzlich willkommen zu diesem Video. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, gerade ein paar Sätze in eigener Sache. Normalerweise mache ich Waldvideos, deshalb auch der Hut, bevor jetzt alle Welt fragt. Habe Wald auch gelernt und studiert und dementsprechend ist das so ein bisschen hier mein Kanalsteckenpferd. Wird nichts für euch sein, wenn ihr euch nicht ganz krass intensiv für den Wald interessiert und euch da wirklich ganz detailliertes Zeugs zu anhören wollt. Ist auch nicht schlimm, will jetzt keine neuen Abonnenten haben, ich habe schon genug, das reicht, da muss nicht doch unbedingt wer dazukommen, also wer möchte, darf, biete ich jetzt niemanden, aber muss auch nicht sein, ist alles ganz, ganz entspannt. So, und für diejenigen, die mich schon kennen, das ist jetzt eins dieser ganz wenigen Videos, die ich hin und wieder mal zwischendurch mache, die tatsächlich nur einen sehr oberflächlichen, beziehungsweise nur sehr an den Haaren herbeigezogenen Waldbezug haben. Wer einen Waldbezug braucht, man kann mit diesem Fahrrad auch im Wald rumfahren auf einer Forststraße. Also auf solchen Straßen, wo das Fahrradfahren im Wald dann übrigens auch legal erlaubt ist. Das geht schon. Geht auch eigentlich ganz gut und es ist damit also quasi eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mit dem Auto zum Wald fährt und im Wald zu einer bestimmten Stelle möchte, um dort irgendwelche bushcrafterischen und survivalerischen Tätigkeiten durchzuführen, dann kann man gut das Fahrrad im Auto zum Wald fahren, dann mit dem Fahrrad in den Wald fahren, bis halt zu der Stelle, wo man hin möchte. Entfernungen so zwischen 5 und 10 Kilometern sind mit diesem Fahrrad ganz gut zu bewältigen, also am Stück. Mehr würde ich nicht empfehlen. Das wird dann schon ein bisschen unangenehm. Dafür ist es halt einfach nicht ausgelegt. Es ist ein sehr kleines Fahrrädchen. Ich zeige es euch noch im Detail, keine Sorge. Aber das wäre jetzt halt zum Beispiel eine Waldanwendung. Das habe ich auch schon so ein paar Mal gemacht. Finde das sehr praktisch, sehr angenehm. Klar kann man auch alternativ direkt mit dem großen, normalen Fahrrad von daheim bis in den Wald fahren und dann da sein Zeugs machen und so weiter und so fort. Oder man fährt einfach im Wald eine Runde spazieren. Das kann man also mit dem normalen Fahrrad selbstverständlich auch. Ich wollte jetzt nur einen gewissen Waldbezug einfach mal herleiten für mich selber, damit ich sagen kann, ich mache nur Waldvideos. So, das war das Vorgeplänkel. Für so ein Fallrad spricht meiner Meinung nach so als Hauptargument die Verwendung auf dem Arbeitsweg, einfach schlicht und ergreifend. Wenn man da auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, ist es wurscht, ob Bus, S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, also diese Doppeldeckerzüge speziell. Meiner Meinung nach, eine der wahnsinnig praktischen Eigenschaften von diesem Rad ist, dass der Klappprozess sehr schnell zu verrichten ist. Mit ein bisschen Übung kann man das in... Also ich, der ich handwerklich nicht begabt bin und technisch ein ziemlicher Vollpfosten, kriegt das wirklich in den angegebenen, vom Hersteller angegebenen 30 Sekunden wunderbar zerlegt beziehungsweise wieder auseinandergebaut in den fahrbereiten Zustand. Das geht in 30 Sekunden wirklich gut, das kann man machen. Von den Abmaßen her, das zeige ich euch auch alles noch, aber ich möchte einfach mal gerade den großen Vorteil nennen, ist es quasi perfekt geeignet, um unter irgendwelche Klappsitze in U-Bahn, S-Bahn oder eben Regionalbahnen einfach drunter zu passen. Heißt, man legt das Ding auf den Boden, klappt den Sitz drüber, setzt sich selber drauf, braucht ein bisschen mehr Platz als wirklich die Fläche, auf der man dann letztendlich sitzt, aber nur unwesentlich. In diesen Form das Ding zu transportieren, da stört man eigentlich wirklich niemanden. Dann gibt es ja oft auch noch so Einzelsitze in diversen Zügen. Wenn man es da in zusammengeklappten Zustand einfach nebendran stellt, dann nimmt es auch nicht viel mehr Platz weg als irgend so ein blöder Trolley. Ich mag Trolleys nicht. Aber davon abgesehen, ungefähr so dieses Größenniveau. Im zusammengeklappten Zustand lässt es sich auch durch die Gegend schieben, also quasi fahren. Mit ein bisschen Übung. Ich mache das nicht, ich trage es dann immer, aber es geht. Also für Leute, die jetzt irgendwie da Schwierigkeiten haben, schwere Dinge durch die Gegend zu tragen, das Ding ist nämlich nicht besonders leicht, das kommen wir auch noch dazu, ist das auch eine Option. Was ich halt meistens mache, ist eben unter einen klappbaren Sitz und gut ist. Passt auch in den Bus. Vor allen Dingen, das ist ein großer Vorteil, weil ein reguläres Fahrrad kann man in einem Bus, sagen wir mal normalerweise, zumindest nicht mitnehmen, dieses Ding schon. Das zählt einfach als Gepäckstück wie ein Rucksack, ein Koffer oder sonst was, wenn es zusammengeklappt ist. Und
auch ein finanzielles Argument. Teilweise kostet die Fahrradmitnahme, zumindest morgens im Berufsverkehr, in vielen Regionen Deutschlands ja ein bisschen Geld, dass man da ein Fahrradticket noch zusätzlich fürs Fahrrad braucht. Wie gesagt, nicht immer und nicht überall, aber wenn das der Fall ist, dann ist dieses Ding im zusammengeklappten Zustand eben kein Fahrrad, sondern ein sonstiges Gepäckstück, für das man also nicht noch ein extra Fahrradticket lösen muss. Das sind so die Hauptanwendungsgebiete, wo ich eben die Klappfunktion praktisch finde. Vielleicht mehr ein Spezialfall, der für viele Leute nicht so interessant sein sollte, ist, dass ich finde, dass man das Ding im zusammengeklappten Zustand und generell, weil es so ein kleines Fahrrädle ist, auch sehr gut irgendwo versteckeln kann, in irgendwelchen Gebüschen oder im Wald. Wenn ich also mal jetzt in einer größeren Stadt was angucken möchte, ich möchte zum Beispiel in irgendein Museum. Was ich gar nicht haben kann, ist mit dem Auto in irgendwelche Innenstädte reinfahren. Erstens mal gibt es da dann Feinstaubalarm und solche Späße und zweitens ist es einfach vom Verkehr her, macht es keinen Spaß. Bis man einen Parkplatz gefunden hat, ist es grauenvoll und wenn man dann doch mal ins Parkhaus fährt, dann kostet das am Ende vom Tag 12 Euro oder was. Wenn man da wirklich eine Zeit lang steht und lange im Museum möchte. So, Alternative, man fährt zum Rand der Stadt, parkt irgendwo, merkt sich hoffentlich, wo man geparkt hat, hat ein Klapprad im Kofferraum, nimmt sein Klapprad raus, klappt es auseinander, fährt ins Stadtzentrum. Selbst bei München, München ist auch nicht so riesig, oder Berlin, dass das nicht möglich wäre. Dann spart man sich die Zusatzkosten für ein Tagesticket für die S-Bahn und so weiter und so fort. Und wenn man dann vorher noch ein bisschen recherchiert hat, wo es denn das nächste mögliche Gebüsch zum Fahrrad verstecken gäbe, ja. Wenn man sein Fahrrad nicht im Gebüsch verstecken möchte, sondern in einen regulären Fahrradständer stellt, dann finde ich, kommt der Sache sehr zugute, dass das Teil mit 170 Euro jetzt wirklich nicht besonders teuer ist. Dafür, dass es wirklich sehr, 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 sehr solide Qualität liefert. Also ich würde sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich ganz hervorragend. Lässt sich gut fahren. Das darf man natürlich dem Hersteller nicht sagen, aber ich hätte auch schon noch mehr Geld für ausgegeben bei der Qualität. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre es mir mehr wert gewesen. Kostet aber nicht mehr. Gut für mich. Ja, soll heißen, wenn das Ding mal geklaut wird, dann ist es schade und möglicherweise muss man dann halt da, wo man hockt, irgendwie gucken, wie man dann wieder wegkommt. Aber es ist kein völliger Weltuntergang. Gut, und jetzt zeige ich euch das Ding mal. So, zu den Reifen. Profil kann man hier sehen. Das ist ein, ich würde es mal als Asphaltprofil bezeichnen. Relativ flotte Fahrweise ist damit möglich. Ist jetzt kein reiner Rennreifen. Allerdings fürs Gelände halt dann wirklich schon gar nicht mehr geeignet. Grundsätzlich ist dieses Fahrrad natürlich sowieso nicht fürs Gelände geeignet. Entsprechende Reifen dann trotzdem drauf machen zu wollen, ist natürlich Quatsch. Wer jetzt mit diesem Ding auch irgendwelche Tricks oder sonst was machen möchte, da ist man natürlich auch selbstverständlich völlig falsch. Das ist einfach ein Transportmittel, um von A nach B zu kommen. Und entsprechend ist auch die Bereifung auf Asphalt ausgelegt. So, und was man hier jetzt eben schon sehen kann, ist auch hier die fehlende Gangschaltung. Da ist in keinster Weise irgendein Kasten dran, der nach Gangschaltung aussehen könnte, weder Naben- noch Kettenschaltung zu erkennen. Finde ich persönlich einfach für mich eine grundsätzlich tolle Sache, weil was ich am Fahrrad selber machen kann, ist Bremsen austauschen, Reifen wechseln, Schlauch austauschen, Platten flicken, ist also überhaupt kein Problem. Ich kriege zur Not, das ist so das höchste der Gefühle und da werde ich auch eine Weile für brauchen und entsprechendes Werkzeug muss ich mir noch besorgen, auch so einen Zahnkranz ausgetauscht. Schwierig wird es dann aber beim Gangschaltung wieder richtig einstellen, wenn es eine Kettenschaltung wäre, das könnte ich nicht mehr selber machen. Da hört es dann einfach auf bei mir. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist doch ganz einfach, ja, aber ich bin da einfach zu blöd für. Beziehungsweise traue es mich auch nicht. Aber das kriege ich noch selber hin. Was dann noch möglicherweise passieren könnte, ist, dass hier vorne der Kranz, also das Kettenblatt entsprechend ausfällt. Das würde ich dann auch machen lassen. Aber da muss man auch sagen, so ein einzelnes Ding als Ersatzteil, das kostet nicht die Welt. Auch hier wieder, so ein einzelnes Ding als Ersatzteil kostet nicht die Welt. Hat man hier einen riesen Kranz von 10 Gängen zum Beispiel, dann, ja, da kann man dann schon mal wirklich 70, 80, 100 Euro oder was für ausgeben. Vielleicht auch noch mehr, das weiß ich nicht. Aber 70, 80, 100 Euro ist, glaube ich, gar nicht mal so ein unrealistischer Wert. Und das, weil nur ein Gang verschlissen ist, potenziell, wäre das deswegen auch denkbar. Und das sind also Sachen, die mag ich nicht. Da freue ich mich dann, dass keine Gangschaltung vorhanden ist. Einfach für die Wartung
Eine ganz, 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 ganz praktische Sache. Kann Gangschaltung auch nicht kaputt gehen, ne? Kann jetzt der Gang, der vorhanden ist? Ich würde mal sagen, und das jetzt unabhängig von der jeweiligen Fitness, schneller als 22, 23, 24 km/h kann man mit diesem Fahrrad eigentlich fast nicht mehr fahren, weil man sich dann einfach einen Ast abtritt. Da ist die Übersetzung halt dann einfach nicht gut genug, beziehungsweise nicht hoch genug, so schnell. Wenn du das wirklich trädelst wie ein Wahnsinniger, als würdest du im Fitnessstudio auf diesen Spin-Fahrrädern hocken. Ungefähr so fühlt sich das dann an und da schafft man dann etwa 22 km/h. Ne? Also bergab entsprechend, wenn man schneller als 22 km/h rollt, braucht man auch nicht mehr trädeln, macht dann keinen Sinn mehr. 16 km/h würde ich so sagen, viel weniger kann man dann auch nicht fahren, weil dafür die Übersetzung dann zu hoch ist. Da müsste man dann schon wirklich wahnsinnig langsam treten, wenn man dann noch großartig langsamer fahren wollte, wozu auch immer das notwendig sein sollte. Also, aber so ungefähr, das sind so in etwa diese 8 km/h Spielraum, in denen man sich bewegt, zwischen 16 und 24. 20 ist tatsächlich ein ganz guter, für einigermaßen sportliche Menschen zu erreichende Durchschnittsgeschwindigkeit, die man mit dem Rad ganz gut zurücklegen kann. Ist auch auf großen Fahrrädern ja durchaus auch eine realistische Geschwindigkeit, wenn man da irgendwelche nicht sportlich ambitionierten Touren hinlegen möchte. Also ich halte auch erfahrungsgemäß mit den allermeisten Radfahrern, die man draußen so trifft, ganz gut mit geschwindigkeitstechnisch. Hin und wieder kommt mal ein Sportlicher mit Gangschaltung und überholt einen und dann denkt man sich, hätte ich eine Gangschaltung, wäre ich noch viel schneller als du. Aber das muss mein Ego jetzt halt irgendwie abkönnen. Es sind halt so die Haken des Ganzen. So, bezüglich Berg. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welchen Hügel man noch hochkommt. Steile Dinge, die wirklich steil sind, wo man dann auf einem Fahrrad mit Gangschaltung in die untersten, sagen wir mal, 5-6 Gänge, wenn man jetzt 21 hätte oder 28, also ins größte Ritzel auf jeden Fall schalten, also in das größte Kettenblatt, das äußerste vorne. Ne? Also hier auf das Äußerste, wenn man da jetzt 3 oder 4 hätte. Also meistens sind es ja nur 3 oder 2. Weiß gar nicht, ob es welche mit 4 gibt. Egal. Jedenfalls, wenn man da auf das Größte schalten müsste, an dem Punkt, wo das notwendig ist, um den Berg noch hochzukommen, macht es mit dem Rad in etwa dann auch keinen großartigen Sinn mehr, zu versuchen, da noch hochzufahren. Mit Gewalt, wenn man die entsprechende Power in den Beinen hat, könnte das dann schon noch funktionieren. Aber wenn ihr mit Gewalt unbedingt jetzt den Berg noch hochtreten musst, das ganze Körpergewicht quasi in die Pedale stemmst und dann noch entsprechend viel wiegst, dann sind die Belastungen, die da auf die Kette und auf die jeweiligen Teile im Antrieb quasi wirken, einfach so wahnsinnig hoch, dass man sein Fahrrad dann ruckzuck kaputt bekommt. Also der Verschleiß ist dann einfach viel zu hoch. Da steigt man halt ab und schiebt. So einfach ist das. Kleine Hügelchen kommt man hoch, leichte Steigungen, alles überhaupt kein Problem. Wirkliche Berge, die den Begriff verdient haben, nicht Berge in Niedersachsen oder Berge in Nordrhein-Westfalen am Rhein, da ich weiß, jede kleine, noch so winzige Erhebung ist da schon ein Berg, sondern ich meine Berge, die den Begriff verdient haben, also irgendwelches Zeug, wo 100 Höhenmeter und mehr zu überwinden sind. Das kommt man damit nicht hoch, das geht nicht. Da ist dann einfach wirklich Schluss, da muss man dann schieben. Ja, das zum Thema Antrieb. Kommen wir zum Thema Bremse. Dabei handelt es sich um V-Bremsen oder V-Brakes, wie man mir früher gesagt hat, dass die auf cool heißen. Das ist meiner Meinung und meiner Erfahrung, ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Fahrradcrack, aber doch schon eine der Standardbremsen schlechthin. Man kriegt in jedem auch nicht so gut sortierten Fahrradhandel zur Not da Ersatzbremsklötze. Das sind die Dinger hier, die kann man sich entsprechend rausschrauben, wenn man hier entsprechend schraubt. Dann sind die ab, dann kann man sich da einen neuen entsprechend reinsetzen, schraubt diese ganzen Schräubchen und so weiter und so fort da wieder dran. Und es ist eine gewisse Fummelei, dass der exakt an der richtigen Stelle sitzt, auf der richtigen Höhe der Felge, dass er nicht zu weit im Gummi sitzt, sonst bremst man im Gummi, das bremst zwar gut, aber dann ist der Reifen sofort platt. Und auch nicht zu weit unten, dass also nur der halbe Bremsklotz
bremst und die andere Hälfte da unten hängt, möchte man auch nicht haben. Gerade sollte er noch sein und dann sollte er genauso nah an der Felge liegen, auf dieser Seite wie auch auf der anderen Seite. Und dass das dann alles passt, ist eine gewisse Fummelei. Es gibt da bessere Bremsenlösungen. Mein Fahrrad, das ich mir morgen abholen kann, auf das ich jetzt schon lange warte und das eine Weile gebraucht hat, bis es jetzt fertig montiert ist beim Fahrradmenschen, das hat Magura-Bremsen, der Klassiker schlechthin und in der Wartung völlig idiotensicher, sogar das Richtige für mich. Aber das nur am Rande angemerkt, ich bin gerade in der großen Fahrradphase, freue mich schon total auf mein Rad für morgen. Egal, V-Brakes, Klassiker, Bremsen prima, gibt's überhaupt nichts auszusetzen. Ich wiege immer noch hoffentlich nur 100 Kilo, nicht keinesfalls mehr. Und habe dann teilweise auch noch einen schweren Rucksack aufgehabt und bin mit dem Ding im Wald die Berge runter, gebrettert ist zu viel gesagt, schon recht zügig gefahren und habe mich dank der wirklich guten Bremsen ziemlich sicher gefühlt. Der Bremsklotz hier, der ist von einem ganz normal, also es ist eine ganz normale V-Bremse, also quasi wie bei einem großen Fahrrad auch. Das ist jetzt nicht ein extra kleiner Bremsklotz oder sonst wie. Man kann da also jeden quasi verbauen, den es da gibt. Kann mich nicht erinnern, dass es da großartige Unterschiede gegeben hätte damals, als ich mich das zuletzt Bremsklötze gekauft habe, schon ein paar Jährchen her. Wie gesagt, funktioniert prima. Ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man zum richtigen Einstellen. Ja, dann kann man sehen, das Fahrrad besitzt einen Lenker. Ende der Durchsage. Es hat auch noch eine kleine Klingel. Ich weiß nicht, ob die, das kann ich mich nicht mehr erinnern, ob die noch im Lieferumfang enthalten war. Ich glaube schon. Dann hat es einen Sattel. An den kann man sich hinten noch ein einfaches Schloss dranhängen. Und natürlich ist der Stiel vom Sattel entsprechend lang. Das liegt in der Natur der Sache, da es sich halt eben um ein Klapprad handelt. Ja, und das war's. Es ist also wirklich auf das Minimum des Notwendigen reduziert. Es hat zwei Räder, es hat eine Kette, es hat eine Trettkurbel, es hat, gut, der Ständer ist optional, den muss man sich auch dazu kaufen, wenn man einen haben will, da sieht man ihn kurz. Es hat keine Gangschaltung, Bremsen hat es noch, Beleuchtung hat es keine, Schutzbleche hat es keine, also gegen irgendwelchen Regen oder sonst was. Paar Reflektoren sind dran, so das aller Notwendigste. Wenn man es verkehrssicher haben will, muss man sich ja das entsprechende Zeug nachkaufen. Da gibt es zum einen als Rücklicht die Möglichkeit, sich hier so ein ganz kleines Lämpelchen da einfach dran zu hängen. Da gibt es verschiedene, die man an diesem Wege befestigen kann. Für vorne gibt es einen Spezialfall und zwar haben wir hier in dem Rohr quasi eine Öffnung, die kann man sich hier aufmachen. Und hier könnte man jetzt quasi so eine spezielle Lampe, die sich in dieses Plastikteil hier integrieren lässt, reinsetzen. Ich will die noch haben, ich komme aber irgendwie nie dazu, sie mir zu besorgen. Das ist eine ganz lustige Lösung. Dann kommen wir zum Klappvorgang. Beziehungsweise dafür müssen wir auf die andere Seite und sehen hier am Lenker dieses Schräublein. So, und wenn wir jetzt dieses Schräublein lose drehen, ein wenig, dann können wir den Lenker einfach runterklappen. Sieht dann so aus. Ne? Also Gesamthöhe doch deutlich reduziert. So, nächster Schritt ist der Sattel. Den kann man wie jeden anderen Sattel auch mittels des unten befindlichen Schnellspanners aufmachen und dann halt einfach nach unten schieben. Und das ist so die eine Verschleißerscheinung, die ich bisher an dem Fahrrad feststellen kann. Durch den Dreck, der hier immer mal hinkommt, ist es inzwischen ein bisschen schwierig geworden und man braucht ein bisschen Gefummel und ein bisschen Kraft, um den Sattel runterzukriegen, weil es ein bisschen klemmt. Schlimm ist es nicht, aber das ist so auch die eine Sache, die ich bisher halt eben bemerke, dass das nicht mehr ganz so einfach geht. Klar könnte man dann einfach das noch ein bisschen lockerer stellen, dann kriegt man es auch besser runter. Wenn der irgendwann noch verdreckter ist, dann muss ich halt ein kleines bisschen mehr Aufwand und Zeit investieren, um den Sattel runter zu bekommen. Naja, jedenfalls haben wir jetzt die Gesamthöhe des Fahrrads drastisch reduziert mit diesen beiden Maßnahmen. So, und jetzt sieht man hier in der Mitte vom Rahmen diese Vorrichtung hier. Ich habe das jetzt schon mal aufgeklappt gehabt. Eigentlich so ist zu. Zoomen wir nochmal ran. Das ist also zu. Und auf geht's, wenn man das Hebelchen hoch macht.
zur Seite dreht. Und wenn man das Ganze jetzt klappen möchte, dann muss man das Hebelchen noch anheben. Ne? Hat man gesehen hier. So. Und dann kann man es einfach klappen. Bumm. Und das war's. Und damit ist das Rad geklappt. Und sieht jetzt so aus. Man kriegt es jetzt vielleicht noch ein ganz kleines bisschen, so 2-3 cm näher zusammen. Aber das ist es im Wesentlichen. Viel kleiner wird es nicht mehr. Sieht von oben so aus. Und sieht von der anderen Seite entsprechend so aus. Und das passt, wenn man es jetzt hinlegt, wirklich problemlos unter jeden Sitz in irgendeiner Bahn und passt auch bei jedem Auto problemlos in den Kofferraum. Außer vielleicht beim Smart, aber ich glaube, selbst da passt es rein. Dann habe ich noch ein paar Sachen zu sagen. Nämlich, Gewicht spielt eine Rolle in zweierlei Hinsicht. Erstens, dieses Rad besteht aus Stahl. Da ist nichts Alu, außer die Felge, sondern alles Stahl. Stahl, 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 Stahl. Das ist gut, weil damit ist ein wirklich bezahlbares Fahrrad immer noch richtig schön stabil, weil Stahl ist stabil. Hat tolle mechanische Eigenschaften und man merkt wirklich diesem Rad an, das Ding ist robust. Aber es ist für so ein kleines Fahrrad erstaunlich schwer. Also da gibt es Oma-Räder, die ja auch sehr schwer sind, die wiegen das Gleiche und die sind halt doppelt so groß gefühlt. Ich glaube fast 14 Kilo oder was, klingt jetzt erstmal gar nicht so schwer, aber wenn man das dann als diesen Brocken, der es dann ist, im geklappten Zustand durch die Gegend schleppt, mit meiner Physiologie möchte ich das nicht weiter als 100 Meter durch die Gegend tragen. Da habe ich dann keine Lust mehr, an dem Moment baue ich es dann wieder auseinander oder zumindest in einen gut schiebbaren Zustand auseinander und schiebe es dann lieber. Klar, man kann es durch die Gegend tragen, das geht. Das kann bestimmt auch jeder, insbesondere wenn es um Strecken von vor der Tür der S-Bahn in die S-Bahn geht oder solche Sachen. Ne? Das ist alles kein Problem und es lässt sich ja auch rollen im zusammengeklappten Zustand, also auf den Rädern geht auch, braucht ein bisschen Übung, geht aber auch. Aber wie gesagt, es ist erstaunlich schwer, auch gerade im auseinandergeklappten Zustand, wenn man es mal gerade eine Treppe runterträgt oder sonst wie, ist es erstaunlich nervig, das Ding durch die Gegend zu tragen. Man kann es sich ganz gut so über die Schultern legen, sieht dann ein bisschen komisch aus. Das ist noch meiner Meinung nach die angenehmste Art und Weise des Tragens dieses Rads. Aber ja gut, es ist halt eben der Preis, den man für ein stabiles Rad, das nicht super teuer sein soll, eben bezahlt, wenn es aus Stahl ist. Ne? Der zweite Punkt, den man bezüglich Gewicht ansprechen muss, ist halt eben das maximale Fahrergewicht, das mit 100 Kilo angegeben wird. Jedenfalls habe ich dann auch noch hin und wieder einen Rucksack auf und der wiegt auch teilweise durchaus mal 10 Kilo, weil ich dann mal ja mal was weiß ich was für ein Zeug dabei habe. Und damit haben wir dann eine Gesamtbelastung von ca. 110 Kilo und das Rad ist nicht auseinandergebrochen. Was man allerdings feststellt, wenn man jetzt zum Beispiel noch einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat, die Fahrstabilität beeinträchtigt das diesbezüglich, dass der Schwerpunkt weit hinten liegt. Und das heißt, man lüpft sich vorne gerne mal den Vorderreifen hoch, ohne das zu beabsichtigen. Man muss da also ein bisschen aufpassen und sich vielleicht ein kleines bisschen das Gewicht mehr nach vorne verlagern, dass es nicht allzu weit hinten liegt. Es ist ein kurzes Fahrrad und damit ist es gar nicht so einfach, in der Mitte vom Fahrrad wirklich den Gewichtsschwerpunkt zu halten, wenn man noch einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat. Das sollte also auch entsprechend beachtet werden. Wer jetzt also nur 80 Kilo wiegt oder was, nur in Anführungszeichen, der hat da wegen dem Maximalgewicht dann ja keine Probleme. Dann kann man sich noch einen 20-Kilo-Rucksack auf den Rücken laden. So, und dann gibt es noch ein Problem mit der Körpergröße. Denn ich glaube, wenn man nennenswert größer ist als 1,80, so persönlicher Schätzwert, dann wird es auch wieder schwierig. Ich bin 1,90 und habe da tatsächlich auch so das Problem, dass meine Kraftübertragung auf die Pedale nicht optimal ist, weil ich müsste noch höher sitzen, um das Bein ganz durchstrecken zu können. Das braucht man also fast ganz durchzustrecken, bis auf einen Zentimeter oder so. Das wäre ja die optimale Stellung, um optimal seine Kraft in die Pedale übertragen zu können. Fast durchgestrecktes Bein, wenn das Pedal unten ist. Geht nicht. Ist nicht möglich. So hoch kriegt man den Sattel vielleicht schon noch, aber dann würde er wahrscheinlich abbrechen. Ohnehin fahre ich das Rad grundsätzlich in einer Einstellung des Sattels,
die noch 5 cm über der Linie liegt, auf der steht Stopp Max. Also weiter Sattel nicht ausfahren. Manchmal habe ich ihn sogar noch ein Stückchen höher, wenn ich jetzt merke, oh, ich brauche einfach noch ein bisschen bessere Kraftübertragung und habe es ein bisschen eilig. Ich weiß nicht, wie lange das Rad das noch durchmacht. Aktuell überlebt es das halt eben seit 250 Kilometern und ich kann bis 300 so irgendwo da dazwischen. Und ich kann halt wirklich noch keinerlei Verschleißspuren feststellen oder merke in irgendeiner Form, dass es auseinanderzubrechen droht. Persönliche Wahrnehmung. Ich möchte aber trotzdem wirklich darauf hinweisen, man muss schon wissen, was man tut, beziehungsweise damit rechnen, dass es eventuell möglicherweise nicht funktioniert, wenn man halt, so wie ich, als zu schwerer und zu großer Mensch trotzdem auf diesem Fahrrad durch die Gegend fährt. Es kommt noch erschwerend dazu, dass es ein bisschen affig aussieht. Aber das ist mir persönlich völlig egal. Muss halt jeder eben selber wissen. Bloß noch eine Sache, die ich immer mal wieder bei, sagen wir mal, Discounter-Produkten anspreche und die mir in diesem Fall allerdings positiv aufgefallen ist. Ich sage dann gerne mal dazu, dass man sich wahrscheinlich ziemlich sicher sein kann, dass etwas, das so viel kostet, nicht bei unglaublich guten Löhnen der Angestellten produziert worden ist. Bin da neulich in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, dass das generell natürlich löblich ist, dass ich das dazu sage, aber dass das vielleicht auch nicht unbedingt für hochpreisige Produkte gelten muss, dass die Produktionsbedingungen da dann viel besser sind. Und da habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und das stimmt. Ja, da muss man schon drüber nachdenken. Und das habe ich jetzt im Zusammenhang mit diesem Fahrrad auch getan. Jetzt ist es ja generell so, wenn man in China produziert, dann tut man das nicht deswegen, weil man den Chinesen da das Doppelte des ortsüblichen Lohnniveaus zahlen möchte. Sondern wenn man in China produziert, dann tut man das deswegen, weil man da halt kaum Lohnkosten hat. So. Und das Schöne ist jetzt, das Ding ist nicht made in China. Das Ding ist auch nicht made in Taiwan oder made in Kirgisistan oder Bagdad-Eschedinge auf dem Fischmarkt, sondern tatsächlich in Portugal, also sogar noch innerhalb der EU. Jetzt werden die da auch nicht ein Schweinegeld in der Produktion dieser Fahrräder verdienen, aber doch wahrscheinlich relativ viel mehr als irgend so ein kleiner Chinese, wobei China inzwischen ja schon wieder ein relativ gutes Land ist, was das Lohnniveau angeht. Da gibt es ja schon viel schlimmere Beispiele inzwischen in Afrika oder, um es jetzt mal abwertend böse zu formulieren, sonst wo. Also ich finde das ein wirklich positives Beispiel. Das Ding ist immer noch made in EU. Hätte ich nicht erwartet bei so einem Fahrrad, bei der Preisklasse und gleichzeitig der Qualität, dass die das dann außerdem noch so günstig verkaufen können. Bei der Qualität überrascht mich wirklich sehr, 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 sehr positiv. Und damit ist auch der Transportweg aus Portugal nach Deutschland hält sich in Grenzen. Fliegt das mal aus China oder halt eben aus Südafrika, aus irgendeinem Slumviertel oder sonst was nach Deutschland ein, beziehungsweise fliegen wird das da nicht, das wird wahrscheinlich mit dem Schiff kommen, aber von Portugal ist halt doch ziemlich überschaubar. Das ist also echt mir sehr, sehr, sehr positiv ausgefallen, als ich dieses Made in Portugal Schildchen da entdeckt habe, was da dran klebt. Vielleicht für den einen oder anderen was eine Rolle spielt. So. Das soll es dann aber jetzt wirklich gewesen sein. Für diejenigen, die jetzt eben meinen Kanal noch nicht gewohnt sind, die Videolänge war völlig normal. Es dauert immer so lange bei mir. Und macht's gut. Ich wünsche einen schönen, vermutlich Abend. Wenn nicht, dann was anderes. Und bis zum nächsten Mal. Außer diejenigen, die sich nur für Fahrräder interessieren. Da kommt so schnell nichts anderes. Aber für den Rest, bis zum nächsten Mal.